sondern das literarische Quartett, unser intellektueller Wanderzirkus, ist heute in Wien im Café Zentral. Und am Gespräch nehmen teil, wie üblich, wie immer, Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg. Sigrid Löffler, Profil, Wien. Und Marcel Reich-Ranitzky, Frankfurter Allgemeine. Ja, und unser Gast ist Karin Kathrein aus Wien. Frau Kathrein hat 18 Jahre in der Tageszeitung Die Presse gearbeitet, dort die Kultur betreut und 3 Jahre lang war sie Kulturchefin dieser Zeitung. Jetzt ist sie Chefredakteurin der Zeitschrift Die Bühne und von ihren Publikationen ist die wichtigste, die nützlichste, nämlich ein Schauspielführer. Wir haben uns heute viel vorgenommen, wir haben wenig Zeit, also ad rem. Wir beginnen mit dem Buch des jüngsten der 5 Autoren, von denen heute die Rede sein soll, Ralf Rothmann aus Berlin, noch keine 40 Jahre alt. Das Buch Stier ist ein autobiografischer Roman. Der Autor ist 53 geboren, er war also in der Pubertät, genau in den entscheidenden Jahren 68, hat sie zuerst als Maurer, dann als Ausgeflippter im Ruhrgebiet verbracht und blickt zurück. Es ist das Buch einer Schriftstellerwerdung. Ein junger Mann beschreibt, wie er sich an der Wirklichkeit schult, um schreiben zu lernen. Er schreibt in einer sehr, sehr bewegten, lyrischen Sprache. Er war auch bisher Lyriker vor allen Dingen. Es ist zweitens, und das finde ich noch aufregender, ein Buch über den Aufbruch der 68er Jahre, über eine Jugend, die das Spießertum und das Bürgertum zunächst durch lange Haare, durch ihre Musik, durch das Kiffen, durch das Anderssein störte. Und es ist ein Buch, ein trauriger Rückblick auf diese Zeit, nämlich diese Jugend war zum Scheitern verurteilt. Und zum Scheitern verurteilt ist vor allen Dingen der Held dieses Buchs, der bewunderte Anführer und Diskothekenchef, an dem der Held erlebt, wie sein Leben, seine Liebe, seine Jugend und die Träume dieser Jugend zu Schanden werden. Und in diesem Sinn ist es ein ungeheuer materialreiches, sprachlich schönes Buch über eine Jugend im Ruhrgebiet in also den entscheidenden Ihnen Jahren. Ihnen gefällt es, eindeutig. Ja, wenn ich mich nur anschließen könnte, Herr Karasek. Es ist ein Buch über einen Milieuwechsler. Milieuwechslerbücher haben wir in Österreich eine Menge gehabt in den 70er Jahren. Das war so die typische Literatur der 70er Jahre, sozusagen im Aufbruch der Sozialdemokratie hat man auch in der Literatur dann gezeigt, dass die Sozialdemokratie ein neues Klima schafft, wo dann auch in Österreich war es dann ein armer Bauernbub, nämlich der Franz Innerhofer, der dann zur Literatur gefunden hat. Dann war es ein armer Waldviertler Lehrling, der Gernot Wolfgruber, der auch zur Literatur gefunden hat und man fragt sich, wo sind sie heute? Der Rolf Rothmann hat also da 15 Jahre später das Gleiche nochmal gemacht. Er hat auch die Milieus gewechselt. Komischerweise habe ich bei dem das Gefühl, ja, ein schreckliches Déjà-vu. Ja, also ich kann die Meinung nicht teilen. Mir hat das Buch unglaublich gut gefallen und ich habe es vor allem mit großer Spannung gelesen, weil ich also die Milieuschilderungen, die Charaktere unglaublich spannend gefunden habe. Ich kann dem Herrn Karasek nicht ganz zustimmen. Ich finde es sprachlich zum Teil etwas missglückt. Also da gibt es Stilblüten, aber über die, muss ich ehrlich sagen, habe ich dann gern hinweggelesen, weil mich das Buch also wirklich interessiert hat. Und weil dieser junge Mann vor allem etwas hat, was mir bei unseren österreichischen Autoren manchmal ziemlich auf die Nerven gegangen ist, nämlich dass sie Jammerlappen waren und also unglaublich weinerliche, trauriges Schicksal erzählt haben. Das tut dieser junge Mann überhaupt nicht. Er erzählt als aus einer Beobachterposition ohne jegliches Selbstmitleid. Vielleicht auch nicht sehr mitleidsvoll mit den anderen Figuren, sondern eher kühl beobachtet. Und deshalb kann er sie auch ganz besonders gut beschreiben. Ich glaube, das trifft genau ins Schwarze. Sie haben vollkommen recht, ich unterschreibe Ihre Charakteristik, nur Ihr Fazit, dass das so gut sei, mit dem bin ich nicht ganz so einverstanden. Ich glaube, Frau Löffler hat doch was ganz Wichtiges hier gesagt. Das erinnert an diese österreichischen Innerhofer-Bücher und dergleichen.
hat nicht dieses Selbstmitleid. Mich erinnert es an ein Buch eines Autors, den dieser Rothmann vielleicht nie im Leben gelesen hat. Das stört mich nicht. Erinnert mich ein bisschen an Hubert Fichtes Palette. Ja, obwohl klar. Das natürlich mit Homosexualität, die dominiert in Hubert Fichtes Palette, nun gar nichts zu tun Im hat. Im dritten Teil ein bisschen. Ja, oh ja. Gott, das ist aber marginal. Ja. Dass es autobiografisch ist, oh Gott, na welches Buch ist nicht autobiografisch? Dann könnten wir auch den grünen Heinrich wegen der autobiografischen Tendenz beanstanden. Es hat was anderes, dieses Buch. Ich finde es sprachlich sehr originell. Sie haben recht, es sind Entgleisungen. Aber man muss schon recht gut schreiben, um sich solche Entgleisungen leisten zu können. Das kann er. Es ist eine poetische Prosa. Was mich etwas stört, ist, dass das Buch total, glaube ich, zerfällt. Es sind drei Teile. Ein erster starker Teil in diesem Milieu, zum Teil wenigstens der Maurer und dieses brutale Milieu der Kneipiers, der Drogenabhängigen. Dann ein zweiter Teil, der, glaube ich, viel schwächer ist, der sehr durchhängt. Und dann der dritte, der vornehmlich im Krankenhaus spielt, der sehr stark ist. Sie haben also ich möchte Ihnen nur in einem Punkt widersprechen. Drei Teile, die auseinanderfallen, sind es nicht, sondern das Buch ist sehr genau komponiert. Es ist alles aus der Berliner Retrospektive geschrieben aufs Ruhrgebiet. Das erste Teil ist, ein Junge ist Maurer und findet den Weg aus der Normalität. Er steigt aus. Der zweite Teil ist, er ist ausgestiegen. Der dritte Teil, er ist enttäuscht. Dieses Experiment des Aussteigens geht kaputt und er ist Krankenhelfer und erlebt das Ende dieser 68er-Jugend. An furchtbar vielen, die eine ist, es fällt nicht auseinander. Die drei Teile sind ganz genau komponiert. Das meine ich. Die fallen überhaupt nicht auseinander. Ja, was auseinanderfällt, ist jeder Teil für sich. Es ist ein quasi Episodenroman und auch das nicht. Es ist ein Roman, der aus einzelnen Abschnitten zusammengesetzt ist und dessen Figuren mich nicht sehr überzeugen. Es ist ein beachtliches Buch, ein interessantes Buch, aber man sollte es nicht zu hoch loben. Ich kann schon Frau Löfflers Bedenken etwas verstehen. Ich kann Sie auch noch etwas zuspitzen, wenn Sie erlauben. Dieser dritte Teil, der da in dem Krankenhaus spielt, wo der junge Arzt, Krankenhaushelfer ist, also diese Art von Sezierscherzen und von Ärztewitzen auf Kosten von den Leichen, die dort aufbewahrt werden. Also wirklich, ja, das ist doch ein saurer Kitsch. Überhaupt nicht. Ich dafür die Sprache nur. Ich bin mit Ihnen einig, dass die Sprache manchmal schwer verunglückt. Es sind Stilblüten drin. Aber sie verunglückt deshalb, weil sie sehr viel riskiert und manchmal wunderbare Bilder findet. Ich will ein Beispiel sagen. Er beobachtet eine Frau und auf der Straße sagt, ihr Blick war geklaut. Den hat sie sich aus einem Film, dann wird beschrieben. Oder er beschreibt, wie eine Stille so groß ist, dass selbst die Stille verstummte. Es gibt lauter so wunderbare Bilder, Sprachbilder. Daneben, besonders verunglückt sind in der Tat die Beschreibungen von Mädchen manchmal. Das ist sehr seltsam, obwohl da so Mundlinien, die wie Vögel in der Ferne verschwimmen, ganz schön sind. Aber ich kann nicht finden, der letzte Teil ist für mich eindeutig der stärkste Teil. Herr Reich-Ranitzky findet ja auch, dass am Schluss wieder nach oben der geht. Der letzte Teil dieser, ist sehr stark. Herr Kanzler, aber das vielleicht können wir uns auf eine Formel einigen. Dieses Buch beweist, dass dieser Ralf Rothmann ein sehr begabter Autor ist. Ein hochbegabter Autor, aber es ist kein gutes Buch. Er hat sich übernommen. Und das, was hier Frau Löffler gesagt hat, ist sehr gefährlich. Man darf sowas nicht sagen. Aber wenn sie es schon gesagt hat, will ich es wiederholen, weil es richtig ist. Wir haben nämlich angedeutet, es wird vielleicht mit dem Autor passieren wie mit Innerhofer. Da kommt nichts mehr. Warum machen wir uns so vorzeitig Sorgen? Eben. Man soll sich nicht jetzt? Eben, das ist ja mein Einwand. Aber meine Befürchtung ist, das ist kein Romancier. Der Mann ist ein Lyriker und der Mann ist einer, der kleine Episoden sehr gut schreiben kann. Aber dann noch eine Bemerkung. Wissen Sie, saurer Kitsch oder nicht, der letzte Teil ist schon sehr gut mit dem Krankenhaus, das Milieu ist überzeichnet, schadet nicht. Er will ein bisschen zu sehr mit einem exotischen Extremmilieu
Milieu reizen. Das Milieu. Das war das normale Milieu jener Jahre, dieser Generation. Dieses Krankenhaus. Die Musik von Ken und ja. dieser Glauben Mittelteil. Glauben Sie wirklich, das war dieser das Zynismus der Krankenschwestern und Ärzten bis hin zum Koitus neben den vielen Leichen? Das glaube ich, ist sehr realistisch. Diesen Zynismus kenne ich aus zu vielen schlechten Romanen. Also ich möchte es gibt ihn. Das ist das Furchtbare. Herr Reich-Ranicki, ich möchte sagen, es gibt oft Autoren, es sind nicht die Schlechtesten, die nur ein Buch schreiben können, nämlich ihr eigenes Leben. Das ist überhaupt nichts Exotisches für einen. Salinger wäre ein Fall und Salinger wäre auch ein Muster für dieses Rotmann Buch. Rotmann gehört nicht dazu, denn er hat schon gute Gedichte geschrieben, Gedicht, aber, ganz beachtliche aber das, Erzählung. Dass der Roman autobiografisch ist, dieses Schicksal teilt er mit den meisten Büchern der Weltliteratur, übrigens mit allen, über die wir uns heute unterhalten Selbstverständlich. Werden. Das ist noch kein Makel. Klar. Aber gut. Wir freuen uns, dass ein so begabter Autor da ist, dass er mit diesem Roman seine Begabung bewiesen hat und dass der Roman nicht gelungen ist. Herrgott, wo sind gelungene Romane? Die gelingen doch beinahe überhaupt nicht mehr auf dieser Erde, gute Romane. Ja, gut, aber da gibt es ein ganz anderes Buch jetzt von Richard Ellman, dem amerikanischen, oder kommt er aus England? Nein, er ist ein Amerikaner. Nein, ein amerikanischer Anglist, der eine berühmte Biografie von Joyce und jetzt von Oscar Wilde geschrieben hat. Ja, vielleicht sagen wir erst ein paar Worte über Oscar Wilde und dann über das Buch. Ja, Oscar Wilde ist ja ein berüchtigter Verfertiger von Bonmots. Ein Bonmot von ihm lautet so: Ich habe mein ganzes Genie in mein Leben gesteckt, in mein Werk, nur mein Talent. Und ich denke, dass dieses Bonmot wahrscheinlich auch auf seinen Biografen zutrifft, auf Richard Ellman, der, glaube ich, 30 Jahre lang, so heißt es, an diesem Werk gearbeitet hat. Auch der hat sein ganzes Genie in diese Biografie gesteckt. Er wollte wohl keinen einzigen langweiligen Satz drinnen schreiben und ich denke, es ist ihm fast gelungen. Die Biografen haben ja, besonders die angelsächsischen, die besten sind, haben ja ein Laster. Sie wissen alles über ihren Gegenstand und wollen auch immer alles sagen. Das ist an sich eine gefährliche Drohung, aber in diesem Fall, weil der Gegenstand eben Oscar Wilde heißt, denke ich, rechtfertigt es, dass jemand, der alles über ihn weiß, auch alles über ihn schreibt. Manches hätte er für sich behalten sollen. Nein, ich denke, ich wollte das alles wissen. Lass Frau Katrin. Ja, ich glaube, er hat eigentlich, also für mich ist es das, dass er in vielen wie eine Habilitationsschrift wirkt. Also er hat noch und noch und noch an Wissen und Quellen und so weiter hineingepackt und dadurch ermüdet man manchmal. So interessant das alles ist, aber sagt man, also du brauchst nicht diese Quelle auch noch erwähnen, das haben wir jetzt ohnehin schon gehört. Er ist nicht redundant. Er ist zwar 900 Seiten dick, aber nicht redundant. Also für mich schon, es passiert auch manchmal, ich möchte Sie da unterstützen, es passiert auch manchmal Folgendes, dass wir also beispielsweise im letzten Teil mal verfolgen wollen, wie ist das nach dem Gefängnis weitergegangen. Dann schweift er ab und verfolgt einen Freund über x Nebenwege, sagt, ja genug, den will ich nun nicht. Ich möchte wissen, was ist mit Oscar Wilde passiert. Oder dass er in den ersten Londoner Erfolgsjahren jede Einzelheit, jede Party, jedes Bonmot des Prince of Wales, jede Erwähnung in der Zeitung und in Fußnoten noch einen Rest tut. Mir ist das Buch zu viel, obwohl ich zugeben muss, dass es zwei ganz aufregende Sachen enthält, nämlich die Sehnsucht Oscar Wildes nach seinem Prozess, den er sozusagen herbeigeredet hat, weil er Erfahrungen schon aus seinem Elternhaus hat, wie man Prozesse, wie man vor Gericht, also dieses Rennen ins Verderben. Und das Zweite, was mir an dem Buch sehr, sehr gut gefallen hat, diese Einbettung in die irische Tradition mit Vater und Mutter und dieses Aufleben und dieses, was die Mutter für den Sohn bedeutet hat. Aber daneben möchte ich sagen, das Buch hat mich stellenweise schrecklich ermüdet. Also ich würde sagen, es gibt da doch eine interessante These, die der Richard Ellman aufgestellt hat, warum er sich überhaupt mit dem Oscar Wilde befasst. Er sagt, das ist unser Zeitgenosse. Nun würde man denken, der Oscar Wilde ist wirklich alles andere als ein Zeitgenosse des späten 20. Jahrhunderts. Aber in der Tat, wie er ihn darstellt, ist er ein unglaublich moderner Typ. Nämlich jemand, der praktisch ohne noch ein Werk vorzulegen, noch gar nichts außer ein paar schlechten Gedichten geschrieben habend, sich in der Öffentlichkeit
Persönlichkeit als ein Trendsetter, würde man heute sagen, etabliert. Das hat er der Mutter bereits nachgemacht. Ja, aber das ist eine unglaublich postmoderne Figur. Augenblick, haben wir einen solchen Autor in der deutschsprachigen Literatur der letzten 20 Jahre, der kein Werk vorgelegt hat und irgendwie schon sehr berühmt geworden ist? Oh ja, da könnte ich schon ein paar Namen nennen, aber nicht unbedingt Autoren. Aber jemand, der kein Werk hat, aber in dieser Selbstsicherheit sich stilisiert zu einem Opinion-Leader und zu einem Super-Ästhet, den alle anderen nachmachen. Jemand, der ununterbrochen literarische und ästhetische Moden macht, ohne eigentlich dazu legitimiert zu sein durch ein Werk, das ist eine ganz moderne Figur. Das ist aber sehr gefährlich, wenn man nicht sofort hinzufügt, dass dieses Werk zurzeit leider gnadenlos unterschätzt wird. Oscar Wilde ist, glaube ich, einer der größten Komödienautoren der europäischen Moderne. Ich finde Bunbury eines der wichtigsten Stücke, auch in seiner spielerischen Leichtigkeit, in dem sich selbst nicht ernst nehmen. Es ist ein Werk genau über diese Haltung, die Sie eben beschrieben haben. Und ich glaube, die Zeit hat schon gemerkt, dass in Nuze dieser Bonmots, dieser, man könnte auch heute sagen, dieser Aktionskunst, die Oscar Wilde verbracht hat, er war ein gesellschaftlicher Aktionskünstler, dass die schon mit Recht erkannt haben, da ist ein Autor, der in jedem Satz und in jeder Geste und in jeder Mode und in jeder Jacke, die er trägt, die Zeit darstellt. Lieber, ich bin nicht ganz dieser Ansicht. Ich bin kein typischer Leser dieses Buches von Richard Ellman, denn ich habe Oscar Wilde in meiner Jugend geliebt. Ich habe ihn wahnsinnig geliebt. Ich habe alles gelesen, was ich von ihm überhaupt finden konnte. Dann müssen Sie doch nachher noch mehr lieben. Langsam. Ich habe ihn sehr, sehr geliebt und ich habe mich immer gewundert, wie mich ein solcher Mann, der Neigungen zur Charlatanerie hat, wie mich ein solcher Komödiant und Poseur, wie mich ein solcher unseriöser Bajazzo so faszinieren kann. Fasziniert haben mich die Texte, die Komödien, alle vier, die Märchen, der Dorian Gray, der einzige Roman. Die Märchen haben mich auch fasziniert, sind sehr witzige, intelligente Märchen. Er hat eine Intelligenz und einen Stil, eine Mentalität, die es in der deutschen Literatur nie gegeben hat. Weder in der deutschen, österreichischen, schweizerischen, das kennt man nicht. Die Angelsachsen kennen das. Bernard Shaw hat ja den schönen Satz gesagt, in London kann jeder eine Komödie schreiben wie Oscar Wilde. Ich bin der Einzige, der es nicht kann. Ich glaube, ihm konnte man es auch. Nein, so wie Oscar Wilde hat keiner Komödien geschrieben. Molnar und solche Herrschaften haben es anders gemacht. Gut, aber das Buch leicht. Von Richard Ellman habe ich also mit unerhörter Faszination zu lesen begonnen. Und ich bedauere nicht, dass ich die 800-900 Seiten gelesen habe. Es ist ein unerhört wichtiges, es ist ein bedeutendes, leider kein gutes Buch. Es ist gar nicht ein gutes Buch. Es ist das Buch eines seriösen Wissenschaftlers und eines Archivars. Archivare haben allesamt einen schrecklichen Fehler, furchtbaren. Wenn die was gefunden haben, das Material, irgendwelche Quellen, dann müssen die es auch veröffentlichen. Ja, ob das nun von Interesse ist oder nicht. Was mich an dem Buch stört, ist, dass er eine Fülle von Material ausbreitet, zum großen Teil interessantes, nützliches Material, dass er sich aber sehr zurückhält bei der Charakterisierung von Oscar Wilde. Letztlich kann er mir auf eine Frage nicht antworten. Und die ist die entscheidende Frage. Warum ist der Wilde so gut? Warum ist diese Prosa so interessant? Er gibt sich nicht mal Mühe. Er erzählt stattdessen, Wilde kam nach Paris, lud zum Essen Herrn X und Herrn Y ein. Schadet ja nichts, kann ich lesen. Aber in welchem Restaurant die gegessen haben, das führt schon zu weit. Wenn man spannend das alles, wird es, wenn Oscar Wilde so lange im Restaurant bleiben musste, weil er nicht zahlen konnte, bis jemand kam. Dann wird es schon spannend. Aber ich muss jetzt komischerweise... Jetzt wendet sich bei mir das Blatt, weil Sie erwarten von einem Buch, was es nicht lösen kann und nicht geben kann. Sie wollen, ein Buch über Literatur soll Ihnen enthüllen, was ist die Kraft dieser Literatur. Das kann die Literatur nur selber. Das kann eine Biografie Gute nicht. Gute Bücher über Goethe oder über Thomas Mann haben sehr wohl zu erklären vermocht, was an dem Thomas Mann dran ist. Lesen Sie das Buch von Heinz Politzer über Franz Kafka. Lange her, seit er es geschrieben hat. Aber der erklärt ganz genau,
Man mag mit ihm einverstanden sein oder nicht. Was das Besondere an Kafka? Gut, dieser hat sich nur aber das Leben vorgenommen. Wissen Sie, es gibt etwas, also, das an nennt Kafka man. Sind die Interpretamente oft ja sehr interessant. Aber was wollen Sie denn an dem Oscar Wilde viel interpretieren? Nein, das Interessante an ihm ist tatsächlich sein Leben. Naja, jemand, nein, der wirklich so, wie Herr Karasek sagt, auf eine so wirklich interessante Art ins Verderben rennt. Ja. Er weiß es ganz genau. Er bräuchte eigentlich nur ignorieren. Ja. Der Vater seines Freundes spricht ihn an und nennt ihn einen Sodomiten. Er sollte es ignorieren. Was tut er? Er schleppt ihn vor Gericht, um nachzuweisen, dass er kein Sodomit ist, wo er doch einer ist. Also das heißt, er hat geradezu diesen Prozess, der sich dann gegen ihn gewendet hat und seine ganze bürgerliche Existenz vernichtet hat, in einer heute unglaublichen Weise. Sein Geliebter getrieben. Ja, aber da fragt man, warum tut er das? Ein intelligenter Mann, der sein Leben lang eigentlich gelernt hat, mit der Öffentlichkeit zu spielen und die Öffentlichkeit zu manipulieren. Was ich das Interessante dabei finde. Ein Mann macht sein Leben zum Kunstwerk und dann geht er zu Schanden an einer großen Leidenschaft. Und das ist das Spannende dabei, denn das ist eine große Leidenschaft und er lässt sich von diesem jungen Mann immer wieder ins Verderben treiben. Er lässt sich in den Prozess treiben, später nach dem Prozess lässt er sich weiterhin von ihm ins Verderben treiben. Lieber, was hält ihr von einer These? Das ist richtig. Aber es kommt dazu, was Frau Löffler sagt, er steuert diese Katastrophe auch an, weil er diesen forensischen Auftritt will. Er möchte vor Gericht brillieren. Er hätte den Prozess vermeiden können. Alle Anzeichen waren dagegen, dass es besser ist, ihn abzubrechen, die Zeit nicht zu reizen an einem so empfindlichen Punkt wie an ihrer Doppelmoral. Da den anderen zu verklagen, der zum Establishment gehört, zum besten Establishment, das hat schon etwas, ich gebe zu, das die Leidenschaft ist der Motor, aber das hat nebenbei das, dieses... Ja, Herr Karasek, vielleicht ein Vorschlag, um den Fall etwas zu klären. Vielleicht einigen wir uns so. Ein hochbegabter Mann, phänomenal begabt, brillanter Schriftsteller, von einer manischen Eitelkeit besessen. Von einer Eitelkeit, wie sie die Geschichte der Menschheit seit Homer noch nicht gekannt hat. Diese Eitelkeit, Homer war blind, aber nicht eitel. Eben. Deswegen habe ich ja Homer genannt. Also, dieser eitle Mensch war so eitel, dass das seinen ganzen Verstand benebelt hat. Er ist deshalb in das Unglück gekommen. Er hatte diese Beziehung da mit dem Douglas, und dann diese ganze Affäre mit dem Vater, den verklagt hat. Er hat sich doch idiotisch benommen. Es musste zu einer Katastrophe kommen. Wie konnte ein so intelligenter Mann so blöd sein? Das frage ich mich auch. Aber Herr Reichernitzki, Eitelkeit ist ein etwas, verzeihen Sie, etwas zu flache Erklärung dafür. Es kann nicht nur die Eitelkeit gewesen sein. Ich denke, es war schon auch eigentlich eine verkappte Enthüllungsgier. Er wollte mit diesem Doppelleben und mit diesem Versteckspielen auch einmal Schluss machen. Er wollte enthüllt werden. Die Leidenschaft war schon über den Berg. Eigentlich, als der Prozess kam, sie hat sich nachher, ist sie wieder, aber wie gesagt, sie war eigentlich... Ein Vorschlag. Ich habe den Eindruck, unsere Diskussion über Oscar Wilde in aller Bescheidenheit ist interessanter als das Buch von Richard Ellman. Weil Sie nicht 900 Seiten haben. Denn das, was wir hier sagen, was Sie eben gesagt haben über Wilde, das steht bei Ellman nicht drin. Der hat 800-900 Seiten geschrieben und er hat das nicht gesagt. Man hat mir mal erklärt, Sie müssen sich damit abfinden vor vielen Jahren, dass es eine englische behördliche amtliche Biografie gibt. Das ist ein Stil bei den Engländern. Man schreibt über große Feldherren, Politiker, auch Schriftsteller. Nie unter 900 Seiten. Man stellt alles dar. Eine zweite Kategorie. Alles wird dargestellt, was wir wissen. Alle Fakten, alle Zitate. Und man urteilt nicht. Und man lässt alles so stehen, wie es ist. Ich warne vor diesem Buch, weil ich Angst habe, dass solche Bücher in Deutschland auch noch entstehen können. Ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund dieses Buches die richtige Biografie geschrieben wird. Ja, richtig. Das ist immer das Beste. Einigen wir uns, dieses Buch ist Material, glänzendes Material. Also rutscht das so ein bisschen weiter runter. Aber es ist fabelhaftes Material. Und jetzt brauche ich einen guten Essayisten, einen richtigen Schriftsteller,
Schriftsteller, der auf 200 Seiten ein Essay schreibt über Wilde. Also, Herr Reichreich, ich kann nicht unwidersprochen lassen. Denken Sie an das erste, allererste Kapitel, wo ein Brief des Schülers Wilde. Und da interpretiert der Autor sehr genau an den einzelnen Zügen die Farbe des Jacketts, die Szene, die er vor der Mutter aufbaut, die Komik, die er entwickeln kann. Sehr genau, und das macht er zwischendurch auch. Also jetzt nur zu tun, nein. Das Buch ist zwar zu viel, aber jetzt zu sagen, nein. Das ist nur ein Papierkorb voll Stoff. Und nein, jetzt nein. Das wissen ist Sie, Herr, ich habe neulich, Herr Karasek, einen schönen Spruch wieder mal gelesen von Egon Erwin Kisch. Kisch pflegte bei manchen Manuskripten von Artikeln zu sagen, hervorragend, aber langweilig. Und das ist gar keine Dummheit. Er wollte damit sagen, hervorragende Informationen, hervorragendes Thema, leider etwas langweilig dargestellt. Der hat das allerbeste Material gefunden. Niemand wird, es steht irgendwo in einem deutschen Blatt, ich glaube sogar im Spiegel, stand, dass in diesem Jahrhundert eine noch bessere, jedenfalls eine gründlichere Biografie von Wilde nicht mehr entstehen werde. Stimmt. Aber aus dem Material muss was gemacht werden. Eins ist sicher, Frau Löffler ist beglückt worden von dem Buch. Wir alle, wir drei anderen, hat es Freude bereitet. Also so schlecht ist es nicht. Ja, jetzt ein nächstes Buch. Wieder ein schwieriger Fall. Györgyi Konrád, der Ungar, gilt als der größte lebende ungarische Schriftsteller. Bei manchen, das ist wie immer bei Superlativen, kann man dem widersprechen. Autor vieler Bücher, in letzter Zeit sehr berühmt geworden, nicht durch Bücher, sondern durch öffentliche Aktivitäten und Positionen. Er ist der Präsident des Internationalen Penclubs, er hat den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen und er ist, das sei mal vorweg gesagt, ein ganz ernster, hochintelligenter, wichtiger Schriftsteller. Er ist ein Meister seines Fachs. Es ist klar, dass ich mit seinem Buch nicht einverstanden bin, wenn ich so viel Gutes sage, um mich erst mal abzusichern. Er ist wirklich hervorragender Mann, dieser. Der Roman Melinda und Dragoman ist ein Roman, jedes dicke Buch in Deutschland ist ja meist als Roman bezeichnet. Im Klappentext steht, es sei eine Liebesgeschichte wie Tristan und Isolde, wie Romeo und Julia, wie Abelard und Heloise. Das ist alles, wohl gerade nicht, weil es nämlich eine Dreierbeziehung ist. Es ist also komplettes Geschwafel. Der Klappentext ist von jemandem geschrieben worden, der das Buch überhaupt nicht gelesen hat. Es hat überhaupt nichts von der Romeo und Julia, keine Rede. Also da gibt es, sind die Beteiligten viel zu alt schon. Ja, das ist alles Blödsinn. Es ist ein Buch, dessen Wiedergabe sehr schwierig ist, weil es eigentlich einen Inhalt nicht hat, aber es hat doch eine zentrale Figur, den Dragoman. Der Dragoman, das ist ganz deutlich wieder ein autobiografischer Roman, das ist im gewissen Sinne der Autor Konrad, ein Intellektueller aus Budapest, der Kommunist ist, der dann sehr leidet in Ungarn, ins Gefängnis kommt, dem es gelingt zu fliehen, der in der Emigration in Amerika ist, er ist Professor in New York, er ist in Jerusalem, Jude ist er auch, deswegen kommt er auch nach Jerusalem eine Weile, dann kehrt er zurück wieder nach Ungarn. Das in dem Roman ist ein ganz großes Durcheinander. Und der Autor sagt einen ganz wichtigen Satz. Das ist der zentrale Satz dieses Buches. Vielleicht haben Sie den Satz auch gefunden. Ich meine nicht, das ist folgender Satz. Am liebsten wäre es mir, wenn die Seiten alle mit so einer Spange zusammengehalten wären und jeder Leser würde sich die Seiten dann ordnen, die einzelnen Episoden. Denn der Roman besteht aus meist kurzen Abschnitten. Eine Seite, anderthalb, und die soll sich jeder ordnen. Da kann ich nur dem Autor Konrad, hochintelligenten und bedeutenden Autor Konrad sagen, denkste. Nee, mein Lieber, die Arbeit soll der Leser machen, dazu ist der Autor da, die Arbeit zu machen und dem Leser das so hinzuwerfen, da hast du, mach mal was, ordne es dir anders, mach daraus eine Story. Daraus ist keine Story zu machen. Also stellenweise liest es sich viel, viel schwerer als etwa der Oscar Wilde. Das ist eine Schwerstarbeit durch dieses... Ja, aber ja, das müssen wir genauer sagen.
Das Buch umfasst etwa 350 Seiten. Der Anfangsteil, 130 Seiten. Schrecklich. Das ist einmalig. Da habe ich gesagt, dieser Konrad ist mein Feind. Einer, der mich zu dieser Langeweile zwingt. Ja. Ich meine, ja. Nur aus Pflicht habe ich diese 130 Seiten gelesen. Es ist widerlich, das ist das Langweiligste, was ich seit vielen Jahren gelesen habe. Jedoch, nachher, nach diesem ersten Teil, werden im nächsten Teil kurze Abschnitte, ganz kurze, immer kürzer werden, da aneinandergereiht. Und die sind zu einem Teil schon sehr gut. Das ist kein Künstler, das ist kein Poet. Und wenn vorher gesagt wurde, Sie haben es, glaube ich, gesagt, bei dem Rothmann, poetische Prosa, das ist er nicht. Der kommt von der Wissenschaft. Ich weiß natürlich nicht, wie die Übersetzungen sind. Das war ja, naja, Sie wissen, das ist eine andere Frage. Aber diese Abschnitte, die einzelnen, sind zum Teil sehr gut. Ein Einwand. Einwand. Ja. Also ich finde ihn sogar einen großen Poeten. Das, also ich würde niemals sagen, Poeten, dass er von der Wissenschaft herkommt. Er erzählt da sehr impressionistisch. Aber ich meine, dieses anarchische Fabulieren, das macht mir auch Spaß, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe das Buch warum mit Schwierigkeiten. Warum ist das nicht bei seinen früheren Büchern? Ja. Wissen Sie warum? Weil er so berühmt geworden ist. Der gibt sich keine Mühe, der hat das schnell hingeschrieben. Nein, das geht nicht. Das glaube ich nicht. Sie sind so temperamentvoll, Herr Reich-Ranicki, dass ich denke, so langweilig kann es nicht gewesen sein, wenn Sie sich noch bei der Erinnerung so echauffieren. Ja. Ich denke, das Interessante an dem Konrad ist, man muss bedenken, das ist ein Ungar. Und wenn ich bedenke, die Bücher, die wir noch vor uns haben, die deutschen, da kommt mir doch vor, dass das jemand ist, der ein ganz anderes Temperament hat. Das ist ein Schlenderroman, ein Fabulierroman, aber doch auch ein sehr politisches Buch. Und er zeigt uns eine Gesellschaftsschicht, diese ungarischen Intellektuellen, diese Kaffeehaushocker, diese Fabulierer, diese Flaneure. Frauenhelden. Frauenhelden selbstverständlich auch, Leute, die immer Zeit haben, die sich ihrem Privatleben widmen. Und der zeigt eigentlich, dass die Ungarn irgendwie einen anderen Umgang mit ihrem Regime hatten als beispielsweise die Deutschen, vor allem die Ostdeutschen, denen wir uns nachher zu widmen haben. Ja, natürlich. Sie sind ja viel weniger verbiestert, viel weniger verbissen. Sie haben aber zwischendurch auch mehr Blut vergossen, dann wieder schnell mal eben. Was mir an dem Roman gefällt, ist, dass er ein Klima hat von einer melancholisch grundierte Pfeif-drauf-Stimmung. Frau Löffler, darf ich eine Frage stellen? Gefährlich. Ich habe bei dem Buch, was ich denke auch, es ist eine Autobiografie, ist übrigens eine Autobiografie, eine gespaltene Autobiografie. Ein Teil von Konrad ist der andere, das ist der Ehemann dieser Frau, der da geblieben ist, ein Filmer in Ungarn, der auch anständig geblieben ist. Der andere ist der Emigrant. Konrad hat ja beides gemacht. Er hatte Gastprofessuren und blieb gleichzeitig in Ungarn. Jetzt kommt diese Liebesgeschichte, dieses Buch. Und diese Liebesgeschichte ist mit politisch weggehen und zurückbleiben und wiederkommen und sich nicht finden. Und da ist mir auf einmal ein Titel für das Buch eingefallen. Die unerträgliche Schwierigkeit des Seins auf Ungarisch. Aber es ist nicht schwierig. Es ist aber nachgemacht, diesem anderen Buch im Schema, oder? Es hat ein bisschen eine Ähnlichkeit mit Kundera und seiner Art, mit der politischen Realität umzugehen. Ja. Da haben Sie schon recht. Aber ich denke, im Gegensatz zu den Deutschen, kommt mir vor, dass der Konrad viel authentischer ist. Er ist nicht verbiestert, obwohl er genau die ähnlichen schrecklichen Erlebnisse hat. Ich erinnere Sie an die Szene, wo er auch einmal aus dem Fenster schaut und vor seiner Wohnung stehen. Natürlich steht das berühmte Auto mit den zwei rauchenden Männern drinnen, genau wie die Christa Wolf ihre Erzählung begonnen hat. Also er ist genauso überwacht worden. Es war genauso ein Stasi-Staat Ungarn. Und trotzdem hat er eine ganz andere Haltung dazu, nämlich eine viel entspanntere und gleichzeitig anarchischere. Aber das heißt, er hat manchmal, sich eine viel größere innere Freiheit gewahrt. Gibt es manchmal nicht so einen verblasenen Leerlauf, so Philosopheme, wenn man die überprüft? Ach ja, der Roman kommt nicht vom Fleck, das ist ganz klar. Herr, Liebe, Sie haben völlig recht. Er hat ein entspanntes Verhältnis zum Kommunismus. Er schreibt mit einer gewissen Leichtigkeit, nicht selten heiter. Das alles ist richtig. Das ist das Unheimliche an dem Es ist eine anarchische Widerspenstigkeit. Ja, aber alles sehr schön. Er ist ja dabei gut weggekommen. Er hat gelitten, er war auch im Gefängnis. Aber letztlich ist er herausgekommen, war in der Emigration, war Professor. Heute ist er ein fabelhafter großer Mann. Es sind so viele Leute umgekommen. Es haben so viele Leute so schrecklich gelitten. Und das er macht seine Scherze. Konrad. Er verschweigt es nicht.
natürlich verschweigt er es nicht. Aber diese Leichtigkeit. Er hat selber seine Familie in Auschwitz verloren. Das ja, wird ja das keinen, keinen Augenblick in ja, dem Roman unterschlagen. Das haben ja nicht die Kommunisten gemacht. Ich spreche jetzt vom Verhältnis zum Kommunismus. Der Nationalsozialismus ist ja kein Thema des Buches. Kommt vor. Doch, natürlich. Doch. Und doch. Ja, aber das waren so die ersten 130 ja, Seiten, ja, die Sie nicht gemocht ja, haben. Ja. Fanden Sie die ersten 130 Seiten gut? Ja, ich fand sie ein bisschen mühsam. Ja, ja. Literatur sollte nicht mühsam sein. Verstehen Sie? Ich bin da eher der Ansicht, dass ich habe es gern, wenn sich Schriftsteller Mühe geben, damit sich der Leser so furchtbar viel Mühe nicht zu geben braucht. Haben die Großen, die Autoren, die Sie so schätzen, der Shakespeare, der Brecht und so, der Kleist, der Schiller, die haben schon große Mühe gegeben. Und der Herr auch, der Herr Konrad. Nur neuerdings macht er es so ein bisschen rasch. Es ist wirklich so, man möchte aus diesem Buch mit Verlaub eine Anthologie machen, eine Auswahl. Die einzelnen Abschnitte, er sagt ja selber, kann man ja alle durcheinander wirbeln. Also ich weiß ja nicht, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit. Andauernd sollen hier Reader's Digest-Fassungen von Büchern hergestellt werden. Nein, nein, der Autor soll es machen. Der Autor soll es machen. Bitte wirklich nicht. Wissen, ich möchte gerne mich, the real thing ja, und nicht ich irgendwelche Reader's Digest-Versionen. Wissen Sie, ich rede jetzt sehr weltfremd, aber sowas Weltfremdes will ich sagen. Es hat in den 20er Jahren Gerhard Hauptmann, Nobelpreisträger, einen Roman abgeliefert im Verlag S. Fischer. Und S. Fischer, der Verleger, hat den Roman gelesen, hat gesagt, Herr Hauptmann, der Roman taugt nichts, bei mir nicht. Stellen Sie sich vor, dass der Suhrkamp Verlag heute Herrn Konrad sagt, Herr Konrad, die ersten 130 Seiten, wir sind dafür, dass Sie sind ja ein großer Schriftsteller, noch daran arbeiten, das kann man so nicht vorlegen. Würde nie der Suhrkamp Verlag riskieren. Warum? Konrad würde sagen, ja, wenn es Ihnen nicht gefällt, dann ziehe ich das zurück. Und am nächsten Tag wäre der Roman bei Rowohlt. Frau Katrein, hätten Sie sich so gewünscht, dass die ersten 130 Seiten weg wären? Also ich habe die ersten 130 Seiten nicht so entsetzlich gefunden wie Sie alle. Vor allem haben wir, glaube ich, zum Teil unterschiedliches Buch gelesen. Denn in ja, dafür werden wir bezahlt. Ja, wenn Sie dasselbe ja, Buch gelesen hätten wie ich und er, wären Sie überflüssig. Ich sehe ja, den ersten 130 Seiten keineswegs, nur die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Nein. Da wird auch der Jeremias geschildert, also der Vater der Melinda, eine unglaublich interessante, farbige Figur. Ich finde ja überhaupt, also wird uns ja keine Liebesgeschichte im Grunde erzählt, nein, zwischen Melinda und Dragoman. Das ist eine vollkommen uninteressante ja, Dreiecksgeschichte. Die also ja, lieber, die uninteressante Dreiecksgeschichte hat aber eine Anzahl sexueller Episoden. Und die sind verflucht ja, gut geschrieben. Ja, sicher. Das kann er schreiben. Ich will auf etwas anderes hinaus. Meiner Ansicht nach ist es nicht also die Liebesgeschichte zwischen diesen drei Personen, sondern er beschreibt eine Liebesgeschichte zu einer bestimmten ungarischen bürgerlich-jüdischen Schicht. Und die wird in einer Plastizität und Interessantheit beschrieben, die mich fasziniert hat. Und das ist sowohl ja, schon in den ersten 130 Seiten kommt das teilweise ja, vor, als auch später. Also es sind wirklich unglaublich gut geschilderte Figuren. Ja. Ich habe die Stelle, ja, die Reich Ranitzky, habe ich mir auch angestrichen, aber nicht, weil ich denke, dass der Autor zu faul war, das Buch selber zu ordnen, sondern weil ich dachte, dass er auf einmal Zweifel an seinem Erzählen sehen will. Er sagt, man kann es auch anders erzählen und es fügt ja, sich dann immer noch zusammen, wie die Erinnerung manchmal verschieden arbeitet. Mir, wie gesagt, ist das wie Ihnen sehr schwer gefallen. Am Anfang hatte ich auch das Gefühl, ich lese ein Telefonbuch, weil die haben immer andere Namen und dann wieder Vornamen, Kosenamen, wie in russischen Romanen. Ja, aber im Telefonbuch kommt jeder Name einmal nur vor mit dem Vornamen. Hier kommt Nein. Gucken Sie mal bei Müller. Nein, aber ich bin ein neuer Müller. Immer ein neuer Müller mit einem anderen Vornamen, aber, einem anderen Beruf. Also jetzt habe ich, wenn ich Ihnen so zuhöre, den Verdacht, ob das nicht der Konrad absichtlich gemacht hat. Ja, er beschreibt eine Gesellschaft, die vollkommen stagniert, in der nichts vom Fleck kommt, in der diese Beziehungen in ihrer Unaufgelöstheit immer gleich bleiben. Stimmt, und diese Leute sitzen den ganzen Tag im Kaffeehaus und sie sind Hallodris und im Grunde sind sie Faulpelze, sie sind Stadtwölfe oder Stadtindianer, Flaneure. Warum soll dann der Roman eine andere Form haben, wenn er doch genau diese Art von Befindlichkeit beschreiben will? Sie sind aber auch Opfer. Ihnen werden
wird eine unendlich lange Zeit des Lebens durch politische Verhältnisse. Sie müssen sich das mal in Ungarn vorstellen. Da war nach dem Ende der Monarchie, war die Statthalterei der Monarchie, dann der Präfaschismus, dann der Faschismus. Vorher war noch der Kommunismus, habe ich vergessen, der war ja schon mal da. Dann der Stalinismus, dann der Kadar-Kommunismus und so weiter und so fort. Ja. Und sie bewahren sich trotzdem ihre Individualität. Aber sie werden auch um ihr Leben sozusagen betrogen. Die Stagnation ist auch eine Frucht dieses politischen Systems. Ich glaube, die Stagnation und das sich nicht anpassen und nicht verändern, ist auch eine Form der Widersetzlichkeit. Gegen welche politischen Umstände also, auch immer. Kann sich ja nur widersetzen, indem er weggeht. Gesagt, er kommt aber wieder. Beides, alles, was ihr jetzt gesagt habt, ist sehr überzeugend. Ich bin mit allem einverstanden. Nur, ich kenne diese Taktik. Da ist schon vor 30 Jahren, gab es das 40, da ist ein Buch erschienen, ein Theaterstück. Sehr langweilig, da sagt der andere, ja, das ist doch der Witz an der Sache, es soll langweilig sein. Und hier bei dem Buch, alle Schwächen sind, Sie sagen vielleicht, Sie sind so sicher ja auch nicht, vielleicht beabsichtigt von dem Konrad. Ich glaube was anderes, in diesem Buch gibt es Episoden, die meisterhaft und fabelhaft geschrieben sind. Wer solche Episoden schreibt, der kann ein ganzes Buch schreiben, das nicht besser ist als das hier. Also wirklich besser, stärker. Er hat zu viel Talent, um so schwache Bücher zu schreiben. Das ist der Eindruck, den ich habe. Aber dass das ein hochintelligenter Autor ist, unterliegt keinem Zweifel. Nun gut, es ist natürlich eine Auseinandersetzung mit dem Kommunismus, am Beispiel Ungarns, ein zeitkritisches Buch. Und ein zeitkritisches Buch über den Kommunismus und den Deutschen ist natürlich auch das Buch von Monika Maron. So, jetzt kommt Stille der Ernst Zeile. Des Lebens. Ja. Stille Zeile 6. Also die Farbigkeit der Figuren von Konrad ist da hier sicherlich nicht wiederzufinden. Für mich ist das Buch in einer gewissen Art ein Requiem für die Väter der DDR. Und zwar ist es ein Requiem mit einem unglaublichen Dies Irae, also einem Tag des Zorns, in dem abgerechnet wird, in dem Gerichtstag gehalten wird über diese Gründerväter. Und zugleich auch die Opfer einklagen, dass sie um ihr Leben betrogen worden sind. Um alles betrogen worden sind, sozusagen. Was mich an dem Buch wirklich fasziniert hat, ist, dass uns ein Täter geschildert wird und dass man diesem Täter keinerlei Sympathie entgegenbringt und dass man dennoch in den Sog dieser Figur gerät. Dass man plötzlich Mitleid mit dem hat, dass man Erbarmen spürt. Und ich weiß nicht, wie das junge Leser empfinden, aber zum Beispiel meine Generation, die kennt natürlich diese Väter. Die sitzen auch bei uns in den Lehnstühlen mit den Wolljacken und den Pantoffeln und sitzen vor den Scherben ihres Lebens und versuchen, sich eine Lebenslüge zurechtzuzimmern. Und sind eigentlich sehr traurige und berührende Anblicke, die man da hat. Aber zu dieser Lebenslüge eine Ergänzung. Die Lebenslüge ist auch ein Stück Wahrheit. Das ist das Tragische an dem Buch. Ich erinnere mich einer Szene an der Wirklichkeit. Zum 40. Jahrestag der DDR, als dieser Honecker immer noch nicht wegging. Und da gab es ein anrührendes Moment, wo er sich mit den alten Kämpfern mal traf und man sah die antifaschistische Elite noch mal auf Altersheimniveau versammelt. Und die Maron sagt sehr anklagend, die müssen erst weg, damit wir mit diesem System abrechnen können. Denn sie hatten natürlich Recht in ihrem Widerstand gegen das vorhergehende Regime. Sie haben den Kommunismus verinnerlicht gehabt aus Gründen des Kampfes gegen den Faschismus. Und deshalb mussten sie erst wegsterben. Und das ist für mich das ungeheuer Aufregende dieses Buchs. Man sieht diesen alten Mann, der wirklich weggehört, dem man aber trotzdem Sympathie, weil er die Würde hat, dieses Restes von Kampf gegen den Faschismus. Und man wird ihm deshalb böse, weil er das verscherzt hat, indem er die Würde nachher wiederverkaufte seiner Untertanen. Ja, also das Spannende scheint doch zu sein, dass die Monika Maron keiner der zwei Parteien recht gibt.
Sie hat da eine junge Frau, jedenfalls eine Generation jünger als der alte Mann. Und die beiden Generationen, DDR-Generationen, kämpfen gegeneinander. Der Mann gehört zur Nomenklatura, die junge Frau gehört eindeutig nicht dazu, sondern hat eigentlich sich immer als Opfer verstanden. Alle ihre Lebenschancen hat sie verspielt, hat sie nie realisieren können, weil diese Nomenklatura es nicht zugelassen hat. Und jetzt ist der Moment, wo sie sozusagen die Abrechnung fordern kann. Aber man darf doch nicht vergessen, dass diese junge Frau auch eigentlich sehr ambivalent gezeichnet ist. Fast junge Frau, 40-jährige Frau oder so. Jedenfalls, die wird auch ambivalent gezeichnet, denn ihre Gnadenlosigkeit ist es, ihre Fragen sind es, die den alten Mann zu einem Herzinfarkt treiben und ihn eigentlich ins Leben bringen. Also eigentlich ist sie genauso gnadenlos und Hass erfüllt, wie der alte Mann umgekehrt die junge Generation nicht mehr versteht. Es ist ja sogar noch eine Szene, wo sie ihn in Gedanken ja nahezu umbringt, nicht? Also wo sie auf ihn einschlägt, ihn würgt, ihn tritt, also wie der böseste Folterknecht sozusagen. Und wo sie vielleicht sollte man auch hier wieder sagen, um die Wahrhaftigkeit des Buchs rührt meines Dafürhaltens wieder aus dem autobiografischen Gehalt. Es ist die Geschichte der Abrechnung mit ihrem eigenen Vater natürlich. Stiefvater. Jemand muss ja die harte Pflicht auf sich nehmen und ein bisschen informieren, was hier los ist. Ihr spricht über das Buch und das, was alles gesagt wurde, ist ja beinahe alles vollkommen richtig, klar. Wir müssen Folgendes sagen. Monika Maron ist etwa 50 Jahre alt, ungefähr. Sie ist aufgewachsen in der DDR, in Ost-Berlin, in einem Viertel, in dem nur die allerhöchsten Würdenträger dieses Landes, wie in einem Ghetto, Niederschönhausen. Nicht Wandlitz, sondern Niederschönhausen. Niederschönhausen, sagte man in Berlin, wo die hohen Schönhausen, also das Haus, dieser Ort der allerwichtigsten Würdenträger. Nicht ihr Vater, aber ihr Stiefvater war Innenminister der DDR. Er hat auch andere Positionen gehabt, aber war vor allem Innenminister und es gibt eine nach ihm benannte Straße in Ost-Berlin. Die Maron hat als Journalistin angefangen und hat ein erstes sehr wichtiges Buch geschrieben, Flugasche. Das nicht erscheinen durfte. Das in der DDR nicht erscheinen durfte, aber bei Fischer im Westen erschienen ist. Ein Buch, das mehr oder weniger ein Reportagebuch ist, das in Reportageform recht eindrucksvoll darstellt, was in der DDR hinsichtlich Umweltverschmutzung geschieht. Eigentlich ein Ruf nach Hilfe, so geht es nicht weiter, hier wird das Land vernichtet. Der Roman erschien im Westen, dann zwei weitere Bücher. Sie kam vor gar nicht langer Zeit, 3 Jahren, hat sich entschlossen, ganz sich im Westen niederzulassen. Das ist wohl ihr viertes Buch. Das ist eine Auseinandersetzung mit dem, was in der DDR war. Und das ist eine merkwürdige Sache, auf die ich hier, meine Herrschaften, aufmerksam machen wollte. Wir haben das zweite Buch dieser Art, über das wir sprechen. Wir sprachen über das Buch von Delius, Die Birnen von Ribbeck, auch eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in der DDR. Beide Bücher, über die wir reden, sind im Westen geschrieben worden. Delius ein Westautor, Maron eine Autorin aus der DDR, aber dieses Buch hat sie im letzten Jahr geschrieben und sie ist in den letzten Jahren im Westen. Ich denke hier an etwas, was mich etwas ein wenig beunruhigt. Wir erinnern sich, Herr Karasek, nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir ja alle gewartet auf die Bücher deutscher Autoren, Romane, Theaterstücke, darüber, was sich im Dritten Reich abgespielt hat. Und der Roman, den wir damals lesen konnten, der war von Anna Segers, Das Siebte Kreuz. Und das Theaterstück, das damals gespielt wurde, war Des Teufels General von Karl Zuckmayer. Aber Zuckmayer war Emigrant, Anna Segers war Emigrantin und die Stücke von Frisch, die er diesem Thema damals schon gewidmet hat, das war eben halt ein Schweizer. Und die das erlebt haben, in Berlin, Magdeburg oder Hannover oder Hamburg, die haben merkwürdig geschwiegen. Nicht, dass die Schubläden leer waren, das versteht sich von selber. Die Schubläden sind immer in der Geschichte der Weltliteratur leer. Kein Schriftsteller kann schreiben, wenn er nicht die Chance wenigstens vor sich sieht, dass was veröffentlicht wird. Die Schriftsteller, die im Dritten Reich das alles überlebt haben, haben geschwiegen und unter uns, sie schweigen bis heute.
soweit sie heute noch leben. Es sind jetzt 2 Jahre seit der Wende vergangen. Das ist für die Literaturgeschichte sehr wenig, ein ganz kurzer Zeitabschnitt. Aber in diesen 2 Jahren habe ich von den Autoren, die in der DDR leben, Auseinandersetzungen mit der Vergangenheit eigentlich nicht gelesen. Und ich bin sehr beunruhigt. Da kommt die Maron aus dem Westen, der andere da, der Delius aus dem Westen. Gestern oder vor in diesen Tagen. Das ist ja so verhaftet, der DDR. Ja. Ach, halt, halt. Ja, sehen Sie, jetzt vor wenigen Tagen. Es würde doch aber dem Buch beispielsweise, es würde den Büchern von Hain ähneln. Es ist ein ähnlicher Zustandsbericht über eine Phase der DDR. Aber Hain hat das Buch nicht geschrieben. Doch, er hat ja Bücher über die damalige DDR auch geschrieben. Das ist ja ein Buch über die damalige DDR. Das ist nicht mit Delius aber Hain, zu vergleichen. Richtig, lieber, kein aber Buch Hain, über die Wende. Etwa. Hain hat so schreiben das müssen, dass er nicht ins Gefängnis kommt. Ja, damals. Mit diesem Buch wäre sie vielleicht auch, aber das ist nicht die Frage dieses Buches. Sie ist ja auch eine DDR-Beschädigte, das kommt ja auch eben, dazu. Aber eine DDR-Geschädigte aus dem Westen. Und ich sehe hier nicht, noch. Worauf Sie eigentlich hinaus wollen, ich will Ihnen genau sagen, worauf ich hinaus will. 2 Jahre ist es her. Und, und Sie warten schon, es soll schon der große Roman der Abrechnung. Nicht der große Roman, die Erzählung von 50 Seiten wenigstens, der Abrechnung. No, von 80 Seiten. Ich würde sagen, lieber, Stille Zeile 6 ist ein sehr honorabler Versuch, das mal zu probieren. Ja, aber das ist eben im Westen geschehen. Nee, jetzt gibt es ja nur noch Westen. Sie hätte das jetzt ebenso gut in Berlin schreiben Sie können. Irren sich, es gibt nicht nur den Westen. In Halle, Dresden und Leipzig Sie ist die Atmosphäre. Sie stammt daher, sie hat dort immer noch, daher. Ich war auf einem Wochenendhaus von ihr, das dort ist. Ja. Lieber, die Monika Maron ist wirklich legitimiert, sie haben selber aus ihrer Biografie gesagt, wie kaum sie eine ist ein zweite. Autorin. Alle, die dort das erlebt haben als Kommunisten, sind legitimiert. Alle. Und jetzt gucken Sie mal, ich will ein Beispiel geben eines ganz integeren Schriftstellers, den ich sehr schätze. Sehr anständiger Mann, gar kein Zweifel. Günther de Bruijn. Vor wenigen Tagen begann in der FAZ der Abdruck seines neuen Buches. Ein autobiografisches Buch. Ich kenne es nicht. Im nächsten literarischen Quartett werden wir wahrscheinlich darüber reden können. Nur etwas interessiert und beunruhigt mich etwas. Ich weiß, die Autobiografie endet, bevor die DDR gegründet wurde. Sie beunruhigt was anderes, Herr Reich-Ranicki. Und das beunruhigt Sie mit Recht. Sie beunruhigt nicht, dass eine Erzählung nicht erschienen ist, sondern sie beunruhigt, dass manche Autoren so seltsam auch verstummt in Diskussionen sind, was ihre damalige Rolle anlangt. Ich glaube, Sie erwarten gar nicht den Roman, Sie erwarten den Diskurs über diese Zeit. Und da würde ich Ihnen sofort recht geben. Ich kann es in einem Satz sagen. Ich glaube, es kann unter bestimmten Umständen nicht schändlich sein, wir haben gar keinen Grund, Vorwürfe zu erheben, in einem Terrorstaat, in einer Tyrannei zu leben, in der Hoffnung, die Utopie, es wird sich mal ändern, es wird besser, es gibt viele Gründe. Kein Vorwurf meinerseits gegen alle dort, Schriftsteller vor allem, die dort bis zum letzten Augenblick gelebt haben, gewirkt haben, auf irgendeine Weise versucht haben, dort zu existieren. Ich glaube aber, wer eine Tyrannei dieser Art, die auf einer Ideologie basiert war, mit einer Utopie und so weiter, und die ein Staat der Demütigung des Menschen, der Ausbeutung und der Vernichtung der Menschen, einen solchen Staat überlebt hat, eine solche Gesellschaft, und dann schweigt, nichts gelernt hat, keine Lehren gezogen hat, das kann schändlich sein. Oh Sie Gott. Können gleich sagen, ja, es Reichert, ist ja noch Zeit. Ich sage auch sofort, jetzt sind wir endlich wieder bei der deutschen Unerbittlichkeit. Im Nachhinein sage ich noch einmal, dieser Georgi Konrad ist mir wirklich sympathisch. Der würde zu einer solchen Unerbittlichkeit sich wirklich nie versteigen. Und das macht ihn, Sie können sagen, schlamperter, ungarischer, vielleicht nicht so deutsch, nicht so kategorisch, aber diese Art von Unerbittlichkeit und von Dogmatik, ist also schon ein bisschen schwer zu ertragen. Nein, das hat nicht mit Unerbittlichkeit zu tun. Ich möchte Herrn Reich-Ranicki etwas interpretieren. Ich glaube, es ist mehr gemeint, dass jetzt auf einmal, es war vor ein paar Tagen in Berlin so ein Symposium, da sagen die Schriftsteller auf einmal nicht etwa, das, was ich nicht von Ihnen verlange, dass Sie sagen, das war und ich habe, das erwarte ich gar nicht von Ihnen, nur dass Sie jetzt sagen, es gilt, diese ehemalige DDR-Identität nicht zu beschädigen. Da dreht sich mir der Kragen. Ist doch ungeheuerlich. Das Nicht-Beschädigende wird bei der Maron sehr schön geschildert. Das ist übrigens der Nachteil.
Anteil dieses Buchs, es ist ein bisschen grau, das Buch. Es ist so grau wie Niederschönhausen. Es ist ein bisschen spießig, wie dieses Establishment war. Mhm. Und wenn Sie ausbüchsen wollen, die Kneipen sind auch ein bisschen spießig, wenn die Grafen da Hugo sagen. Oder wie, eine Frage, ein so Stichwort. Schwierig. Das Bewahrenswerte, davon wird ja geredet. Man soll das Bewahrenswerte der Kultur der DDR aber das ist doch. Was ist bewahrenswert? Es ist nichts bewahrenswert, außer der Tatsache, Herr Reich-Ranicki, dass wir auf einmal es mit Menschen zu tun haben, die 40 Jahre woanders gelebt haben und die jetzt verzweifelt versuchen, sie können doch nicht 40 Jahre sagen, pst, das war alles nichts. Ja, das kann man von einer Psyche wahrscheinlich nicht erwarten. Aber ist eine, was war das Bewahrenswerte? Ernst das Bloch, Peter Huchel, Sarah Kirsch, die sind ja alle in den Westen geflohen. Ja, ich weiß das, aber ich verstehe Ihre Entrüstung, aber ich verstehe auch, dass Leute jetzt nicht, man kann, wie gesagt, Nietzsche hat mal gesagt, das habe ich getan, sagt mein Verstand, das soll ich getan haben, sagt mein Stolz und bleibt Sieger. Ja, das heißt, es müssen Bewältigungen, Verdrängungen erlaubt sein, damit diese Leute nicht total kaputt sind. Ich verstehe Sie, aber was da geschehen ist, erlauben Sie ein ganz simples Bild. Da ist ein riesiger Wald verbrannt. Der ganze Wald ist kaputt. Da kommen Leute und sagen, wie schade, da gab es einige Veilchen in dem Wald. Zwei, drei Blümchen, die Blümchen hätten bewahrt werden können. Was da bewahrenswert war in der DDR, ist angesichts der Vernichtung, die in diesem Land erfolgt ist, der Vernichtung von Menschen, von Städten, von Natur, es ist einfach nichts, es ist so wenig, es lohnt sich darüber nicht zu sprechen. Bitte, bewahrenswert, nein, das ist, ich finde, es ist, und das ist etwas Zynisches, wenn Leute aus der Bundesrepublik, und zwar, ich sage deutlich das Wort, das mir viel Hass einbringen wird, Linke, so zynisch sind und sagen, naja, es ist alles das Schreckliche passiert, aber Harry Kupfer hat einige gute Operninszenierungen gemacht. So geht das nicht. Und ich habe nichts den Schriftstellern dort vorzuwerfen. Ich bin kein Richter und kein Ankläger der dortigen Schriftsteller. Sie klingen ein bisschen so. Überhaupt nicht, ist kein Wort wahr. Ich stelle aber eine Frage und ich lasse mir nicht den Mund verbieten. Denn wer heute etwas über DDR-Literatur sagt, dem wird gleich vorgehalten, Selbstgerechtigkeit. Ich frage, warum werden diese Themen von anderen und nicht von diesen Autoren durch? Und was Sie sagen, Herr Karasek, ist wahrscheinlich das Richtige. Sie sagen, die sind alle so verstrickt gewesen, so privilegiert in diesem Staat, privilegiert in einer ungeheuren Weise, dass sie nicht heute die Möglichkeit haben. Ach, man muss ihnen doch vielleicht auch einmal die Chance geben, eine Zeit lang sprachlos zu sein. Ja. Vor allem, weil ja alle anderen es sowieso besser wissen. Welche und alle anderen? Nein, es gibt keine anderen, alle Leute im Westen wissen es besser. Jeder weiß es besser, wie die sich verhalten sollen. Nein, jeder will es wissen. Wie habt ihr dort gelebt? Gucken Sie mal. Die ehrenwerte, bedeutende deutsche Schriftstellerin Christa Wolf hat im Fernsehen erklärt, noch im DDR-Fernsehen, vor einem Jahr gab es das anderthalb, ich habe es gesehen, da hat sie folgendes, sie wurde gefragt von einem Mädchen, ihrer Freundin, die sie befragt hat, die hat sie gefragt, wann hast du diesen Staat, die DDR, durchschaut, wann hast du gesehen, dass diese DDR, diese SED, dass das alles nichts ist, zu nichts führt, die Menschen vernichtet. Und sie sagte, schon beim Einmarsch der DDR-Armee in die Tschechoslowakei, also im Jahre 68. Ich frage, kein Vorwurf gegen Christa Wolf, aber sie hat von 68 an mit diesem Bewusstsein, dass dieser Staat Menschen vernichtet, dass ein schrecklicher Staat ist, ein inhumaner Staat, hat sie dort gelebt. Sie hat versucht auf ihre Weise die Not vieler Menschen zu mindern. Aber sie hat diesen Staat nach außen repräsentiert, weiterhin nach außen repräsentiert. Kein Vorwurf, sie musste nicht so handeln wie Kunert oder Sarah Kirsch. Sie hat es getan, aber was hat sich da mit ihr abgespielt? Sie hat gesehen, dass sie bewacht wird. Sie wird bewacht, wie andere Menschen. Sie, eine so bedeutende Autorin, auf die DDR so kann stolz es nicht war. Sein, dass Scham einen manchmal zum Schweigen zwingt? Ja, das ist ja auch meine Idee gewesen, die Sprachlosigkeit muss man doch diesen Leuten auch ein bisschen zugestehen. Ja,
Sie haben recht, ich gestehe Ihnen allen die Sprachlosigkeit zu. Aber ich darf doch die Tatsache der Sprachlosigkeit erwähnen. Die muss man, ja. Ich darf sagen, dass mir das auffällt. Auch das ist schon verboten. Nein. Nein, also, ich finde es schon. Und jetzt zurück zu Monika Maron. Ich finde dieses Buch fabelhaft. Es ist eines der besten Bücher dieses Jahres und ich empfehle es allen. Es ist ein hochinteressantes Buch, es ist ein glänzendes, durchdachtes, natürlich nicht makelloses Buch. Da kommt ein Don Giovanni-Motiv vor. Die Ich-Erzählerin arbeitet, will eine neue Übersetzung vom Don Giovanni machen. Dies ganze, bitte. Die Rezitative. Dieses ganze Motiv ist schwach. Darauf wird nichts. Das ist nichts. Wissen Sie, mit solchen Motiven ist es wie bei Tschechow in den Stücken. Hat Tschechow gesagt, wenn im ersten Akt eine Jagdbüchse an der Wand muss im vierten Akt losgehen. Muss im vierten Akt der Held mit dieser Jagdbüchse Selbstmord verüben. Sonst war ja die Jagdbüchse überflüssig. Also aus dem Don Giovanni-Motiv wird nicht. Es gibt dann noch ein... Ich finde es auch nicht gut, das Don Giovanni-Motiv, aber möchte nur zur Entschuldigung sagen, auch dies ist eine DDR-Fluchtbewegung. Ja. Man flüchtet sich ins Übersetzen von Texten, die bestimmt aber nicht anstößig sind. Aber natürlich, das heißt, insofern spielt das schon eine Rolle. Das ist alles bei der Maron. Also insofern geht die Büchse los. Ich finde auch dieses Milieu der Lokale, dieser Kneipen, ja, und weiter, ist auch nicht. Aber das ist alles zusammen ein Viertel des Buches. Drei Viertel ist die Geschichte eines alten Kommunisten, eines Menschen, der vor dem Dritten Reich schon Kommunist war, der dann im KZ war, der fliehen konnte aus Deutschland, in der Sowjetunion war und der eine Karriere als hoher Funktionär in der DDR durchgemacht hat. Ja, diese Biografie ist hochinteressant. Das ist die Honecker-Karriere. Es ist die typische Biografie des alten Antifaschisten. Ja. Aber die ist mit großem Verständnis geschrieben und es ist dieser Dualismus drin. Die Anklage dieses Mannes und des Milieus und der Gruppe, die er repräsentiert und das volle Verständnis. Es ist beides da. Sie haben von Mitleid gesprochen. Ich weiß, das ist jetzt banal, was ich sage. Ohne Mitleid gibt es keine Romane. Gibt es überhaupt nicht. Wenn ein Roman kein Mitleid ist, ist der Roman immer Dreck. Im Roman Mitleid und noch etwas, Ironie, das sind wohl die beiden Bestandteile, auf die kein Romancier verzichten kann. Zurück zur also das, die Ironie, das will ich nicht so, das will, bemerkt, also in dem Buch war kein, aber ich will noch mal wiederholen und es mir auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Ohne Mitleid gibt es keine große Literatur. War große das so? Romane ohne Mitleid. Sie haben Beispiel. Romanform. Ja. Lyrik. Nein, Romanform. Ich würde sagen, dass also ein Mann wie Flaubert ausdrücklich auf seine Mitleidlosigkeit gepocht hat. Ja. Er wollte es naturwissenschaftlich. Hat er mit der Emma Bovary Mitleid gehabt? Wie viel Verständnis, dass dies mit ihrem Mann nicht mehr aushalten kann und mit einem anderen ins Bett gehen musste. Lieber, er hat sehr, und dass sie so schlecht ihr Leben. Also da ist nur, mehr Mitleid kann man nicht haben. Ich glaube nicht, dass er so viel Mitleid mit ihr gehabt, wie der Fontane Theodor mit der Effi Briest. Also, wenn eine Frau im Mittelpunkt steht, die ihren Mann betrügt mit einem anderen. Dann ist immer Mitleid. Ist immer Mitleid im Spiel. Es endet doch immer schlecht. Aber zurück, wenn schon Mitleid, dann eher mit Maron. Dem armen Mann am Schluss. Dieses aber gut. Buch der Monika Maron hat einen Vorzug, der sehr selten ist in deutscher Literatur. Es ist kurz. Es ist intelligent. Ach so. Es ist hochintelligent. Es ist durchdacht. Es ist mit großem Engagement erzählt. Natürlich ist es nicht vollkommen. Also, perfekt ist nur mittelmäßig. Wir haben den Oscar Wilde abgeschossen mit der Flinte. Der ist runter. Jetzt schießen wir die Monika Maron ein bisschen sehr hoch. Ja, das will ich, weil mir das Buch gefällt. Ich bin dankbar Autoren, bei denen ich mich nicht... Ich mag es ja auch, aber nun gleich. Ja, also gleich. Wir müssen die Monika Maron vor dem Hintergrund der deutschen Literatur des Jahres 91 sehen. Da gibt es kaum Besseres. Das ist ein Höhepunkt der deutschen Sprachen erzählen Prosa. Das ist ein, es ist das Buch, ich halte jeder sehr Einwand viel. Jeder Einwand würde der Frau wiederum Unrecht tun, lieber, aber der Notebohm war ein sehr gutes Buch, aber ich kenne vergleichbare Bücher vorläufig nicht, die dieses Thema so behandeln. Und es noch etwas, wissen Sie, die Epoche, wie sie gesehen wird aus Niederschönhausen, sie ist so drin, das hat das ist das Problem, Herr Reich-Ranicki, das Wort Epoche
ist auf Niederschönhausen und diese eine solche Schmeichelei, als ob man gerade die josephinische Zeit oder irgendwas beschrieben hat. Das ist ein ganz klitzekleine, schäbige Provinz, die durch Welthistor an einer Grenze, an einer Nahtstelle war. Ja. Eine ganz schäbige kleine Provinz. Und nun möchte ich was sagen, was dem Buch vielleicht etwas Unrecht tut. Was dem Buch etwas Unrecht tut. Das Buch ist nicht viel größer als das, was es beschreibt. Da ist es zwar angemessen, aber nun so zu tun, als hätten wir etwas Weltbewegendes, das halt sehr übertrieben. Nein, es ist ein deutsches Buch über deutsche Probleme. Dieses Milieu da in Niederschönhausen, ganz unwichtig. Nur die Teilung Deutschlands hat damit zu tun. Bitte, es ist alles gesagt. Reden wir über was anderes. Ja, Sie gönnen der Maron nicht den Erfolg. Das ist ein ganz großer Erfolg. Ja, ich finde, es ist beinahe alles gesagt. Noch etwas. Wir müssen das Buch langsam gegen das Lob in Schutz nehmen. Nein, hält es nicht aus. Das erdrückt das Buch. Ich nörgle über die meisten Bücher, die gelesen werden. Ich kann nicht anders. Ich muss nörgeln. Endlich ist mal ein Buch, über das ich nicht zu nörgeln bereit schon bin. Schon fangen wir an. Ja, weil ihr wollt. Ich meine, es gibt viele Bücher, wo man sagen muss, einerseits, andererseits, und da hat man immer recht. Hier ist ein Buch, für das man sich ganz und gar engagieren kann. Schluss. Machen wir Schluss mit dem Thema. Wolf Biermann, Lyrik, alle Lieder. Wer sagt was dazu? Na? Ja, ich würde sagen, also Wolf Biermann ist im Moment weniger wegen des Bandes alle Lieder in aller Mund. Man sollte den Band aber trotzdem erwähnen. Er ist aus Hamburg zu Brecht gegangen und bei Brecht hat er das Lieder machen, war er in der besten Schule. Da hat er gleich Villon, Wedekind und Majakowski mitgeliefert bekommen. Und es sind wunderbar schmissige, manchmal bedenkenlose, manchmal schöne, immer popartige Lieder, manchmal auch agitpropartige, manchmal auch schlechte, ja, aber mit einem gewissen Schwung. Das Aufregende ist die Diskussion, die Reich Ranicki vermisst. Die wird im Moment an Biermanns Beispiel sehr wohl geführt, nämlich Biermann und Andersen. Das ist die große Debatte, die sie vermissen. Und ich würde sagen, Biermann hat mit seinem lärmenden Auftritt, mit Andersen Arschloch oder wie das heißt, auf eine wirklich lärmende Weise auf ein nötiges Problem aufmerksam gemacht. Und da sollte die Debatte geführt werden, wie weit haben die Schriftsteller sich mit ihren Werken nicht nur missbrauchen lassen, dass sie den Staat zementierten, sondern wie weit waren sie dazu da, ihre Kollegen mundtot zu machen und wie weit waren sie dazu da, die Stasi in den Westen weiterzutreiben. Diese Debatte wird ja bereits geführt. Ja. Sie wird vor allem auch in Ihrer Zeitung geführt. Ich habe mich jetzt wirklich durch drei Fortsetzungen durch den Jürgen Fuchs durchgequält. Also diese Art von Prosa ist ja mindestens so schauerlich wie das, was sie beschreibt. Das ist fast unlesbar. Diese Prosa hat die Stasi geschrieben, sind halt Dokumente. Ja, aber ich frage mich, jemand, der das Ganze kritisiert, der aber in denselben Tonfall verfällt, ist das nicht überhaupt eine unglaubliche neurotische Inszenierung, die das Opfer genauso mit einbezieht wie den Täter? Also ich habe da wirklich meine Bedenken. Es ist sicher eine neurotische Inszenierung, weil es ein neurotischer Punkt offensichtlich der Gesellschaft ist. Und zu einer neurotischen Inszenierung gehören immer zwei. Nicht nur die, die diese Inszenierung aufbauen, sondern auch die, die da mitspielen. Das ist richtig. Opfer haben genauso mitgespielt. Und da, ich sage noch einmal, ich lobe mir den Konrad. Der wäre in diese Falle nie hineingegangen, weil er nämlich ein so autonomer Mensch ist und so anarchistisch, dass er sich in sowas überhaupt nicht einlässt. Aber die Deutschen lassen sich da ein, und zwar mit einer solchen Verbiesterung, die ja kaum auszuhalten ist. Ja, wissen Sie, vielleicht ist in Ihrem Standpunkt, den ich natürlich respektiere, etwas von diesem Abstand. Sie sehen das aus einem gewissen Wiener Abstand und sagen, ein bisschen sagen, wenn ich es sehr simplifizieren darf, regt euch doch nicht so auf wegen dieser Dinge. Guckt ja, mal, so der Herr Konrad in Ungarn, der regt sich auch nicht so auf. Also zunächst einmal, der regt sich furchtbar auf in früheren Büchern. Das ist ja schon das 9. Buch über dieses Thema von ihm. Und er hat sich sehr, sehr aufgeregt und hat sehr darunter gelitten. Jetzt schreibt er mit einem gewissen, mit einer gewissen Distanz. Das ist eine Frage der Haltung. Ja, ja. Wissen Sie, der Biermann
hat keine Haltung voll Distanz zu diesen Dingen. Es ist sehr leicht, das zu kritisieren. Aber wenn man sich überlegt, da hat man dem Mann 11 Jahre lang in der DDR nicht erlaubt aufzutreten, nichts wurde gedruckt, keine Schallplatte gemacht, er konnte nicht auftreten. Der hat das Bedürfnis gehabt zu singen. Der hat den Briefträger, wenn der einen Brief gesagt, am Telefon hat er gesungen. Ja, am Telefon hat er gesagt, der Briefträger hat er gesagt, setzen Sie sich hin, kennen Sie mein neues Lied? Schon war die Gitarre in der Hand und sang. Und er hat sich nicht kaputt machen lassen von diesem Staat. Er war zu keiner Konzession bereit. Und er ist schließlich nicht emigriert, nicht weggegangen, sondern als er zu einem Konzert nach Köln fuhr, hat man ihn nicht zurückgelassen. Er hat furchtbar gelitten. Man hat ihm ein Vierteljahrhundert, 11 Jahre seines Lebens ganz genommen und die nächsten 14 nicht erlaubt, in der DDR zu sprechen. Es ist da ganz leicht, kein Unglück, zu sagen, bisschen weniger. Nein, Aufregung. Aber, ich glaube, Frau Löffler meint nicht Heiter. Den Biermann. Ich meine nicht den Biermann. Ich meine, wie geht man mit Leuten wie diesem Anderson um? Und da habe ich in der FAZ gelesen, der Günter Kunert schlägt vor, man sollte sozusagen eine geteilte Moral haben. Die Alten, die es besser wissen müssen, sollte man ganz hart, mit denen sollte man hart ins Gericht gehen. Die Jungen, die in diesem System, Stasi-System aufgewachsen sind, sollte man sozusagen mit einem anderen, die sollte man einen milderen Maßstab anlegen. Ich frage mich wirklich, ob so eine geteilte Moral geht, ob das wirklich ein fruchtbarer Vorschlag ist. Ihre Frage ist sehr berechtigt. Auch ich habe Zweifel, ob die geteilte Moral berechtigt ist. Nur, es wird eine These verkündet in letzter Zeit, die gefährlich und falsch ist, die ist totaler Schwachsinn. Nämlich, nach dem, was bekannt geworden ist, dass dieser oder jener mit der Stasi Kontakte dieser oder jener Art hatte, müsse man die Geschichte der DDR-Literatur neu schreiben. Das ist nicht wahr. Denn zur Geschichte der DDR-Literatur gehört kein Anderson. Man muss die Geschichte der DDR-Literatur überhaupt nicht neu schreiben. Die Autoren, weiß ich, Ulrich Plenzdorf oder Günther de Bruyn oder Heiner Müller oder Kuhner, solange er drüben war, die sind genauso gut heute, wie sie es gestern waren. Nichts muss neu geschrieben werden. Das sind Figuren, wie der Anderson, des literarischen Lebens, der DDR, Prenzlauer Berg und so. Ich habe in meinem Leben nicht einen Satz über Anderson geschrieben. Ich finde das Zeug, was der da produziert, literarisch wertlos. Deswegen habe ich mich nicht geäußert. Ich habe doch nicht geahnt, dass der mit Stasi was zu tun hat. Also, die DDR-Literatur braucht man nicht neu zu schreiben. Und das ist eigentlich nicht unser Thema. Und das Thema ist Wolf Biermann. Wollen wir vielleicht doch zu dem Phänomen Biermann etwas sagen? Da darf man zu dem Phänomen Biermann und Anderson muss man doch noch was dazu sagen. Biermann fühlte sich als direktes Opfer von Anderson. Als direktes Opfer. Ja. Als direktes Opfer, der sein Leben gestohlen hat in einer gewissen Weise und sich gleichzeitig so aufgespielt hat, als sei er in Wahrheit das Widerstandsnest gegen diese SED-Kultur. Dass einem solchen Mann der Kragen platzt, ist mir nur allzu verständlich. Ja, und mir gefällt es auch nicht, dass er mit Arschloch Anderson mit so einem Vokabular arbeitet. Das hat er ja reduziert. Er hat gesagt, das Arschloch wendet man nur Freunden gegenüber an. Und ich will nur sagen, Leute, die sich nicht aufgeregt haben, als ihm das größte Unrecht geschehen ist, regen sich jetzt auf, dass er zu ordinäre Worte gebraucht. Abraham Santa Clara hat auch sich nicht höflich und freundlich geäußert. Ja gut, man muss aber auch wirklich schauen, wer sein Opfer ist. Das war auch ein eiferer Abraham. So ein bisschen eher. Also, Freunde, der Fall Wolf Biermann wird nicht zu Ende geführt werden. Wir haben keine Zeit. Das ist ein Zeit. Fall Anderson vor allem. Nein, für die Literatur ist vor allem ein Fall Biermann. Und zwar ein wichtiger, schöner Fall eines bedeutenden, vielseitigen Künstlers. Davon bin ich überzeugt. Nun, wir müssen Schluss machen, aber ganz am Ende wollen wir doch der Weihnachten nach schnell jeder ein Buch empfehlen, was wir als Geschenk empfehlen können. Alphabetisch geht's los. Herr Karasek, Sie sind der Erste. Oh Gott, jetzt muss ich auf den Zettel gucken. Es ist Thomas Bernhard, Porträts, Bilder und Texte, herausgegeben von Sepp Dreisinger, Bibliothek der Provinz. Ich habe wirklich selten so viel neu gefundene und schöne Bernhard-Bilder gesehen, unter anderem das erste Bild seines Vaters. Ja. Frau Katharin. Ich möchte auch einen Österreicher vorschlagen, und zwar einen jungen Österreicher, Robert Benasse. Selige Zeiten,
brüchige Welt ist der Titel des Buches. Und er erzählt mit viel Ironie und Witz die Geschichte eines Weltverbesserers, der das Buch der Bücher schreiben will, also ein großes philosophisches Werk, und dem dabei das Leben völlig misslingt. Ich halte es mit den Ungarn diesmal. Ich möchte gerne Peter Nadasch vorschlagen und seinen großen 1300 Seiten starken Roman Buch der Erinnerung, an dem er 11 Jahre gearbeitet hat, der eine große Innenansicht der ideologischen Veränderungen in Ungarn ist, gleichzeitig aber auch eine missglückende Liebesgeschichte, im Rowohlt Verlag Berlin. Ja, und ich meine, dass den Kritikern immer ein Unrecht geschieht, und deswegen empfehle ich das Buch eines Kritikers, wie vor einem Jahr auch. Ich empfehle Joachim Kaisers im Piper Verlag erschienenes Buch Imaginäre Gespräche. Es sind Gespräche mit Kant, Beethoven, Nietzsche, Tucholsky, Hemingway und vielen anderen. Und es sind unerhört spannende Gespräche. Man glaubt gar nicht, was diese Menschen reden. Und im Anhang kann man genau nachlesen, dass der Kaiser keinen einzigen Satz erfunden hat. Es ist alles aus den Schriften dieser Autoren. Ja, und jetzt sind wir zu Ende und sehen, wie üblich, sehen wir betroffen den Vorhang zu. Und eigentlich alle Fragen offen.